Wie genau entsteht eine Parodontitis? Bei Parodontitis muss man verstehen, dass es hierbei um eine chronische bakterielle Infektionserkrankung handelt. Es geht dabei darum, dass Mikroorganismen, vielmehr spezielle Mikroorganismen, über die Fähigkeit verfügen, sich an dem Übergangsbereich zwischen Zahnfleisch und Zahn anzusiedeln und dann Schritt für Schritt beginnen, quasi unter den Zahnfleischschaum zu wandern. Die Mikroorganismen, und es handelt sich hierbei eben nicht um jedes Bakterium, was in der Mundhöhle lebt und wohnt, eben spezielle Mikroorganismen verfügen dann über die Fähigkeit, über Giftstoffe, sogenannte Toxine, das Gewebe in ihrer Umgebung zu schädigen. Dadurch entsteht eine Taschenbildung, und ganz entscheidend für die Frage, ob man nun an Parodontitis erkrankt oder nicht, ist die Reaktion des Immunsystems auf diese bakterielle Infektion, auf diese bakterielle Besiedlung. Denn sobald Mikroorganismen anfangen, diesen heiklen Bereich zu kolonisieren, fängt das Immunsystem an, sich gegen diese unerwünschten Mitbewohner zu wehren. Und es werden dann Abwehrmechanismen in Gang gesetzt, die letztlich dazu führen, dass paradoxerweise körpereigene Zellen anfangen, den Zahnhalteapparat, also sprich Zahnfleisch, die zahntragenden Fasern und letztlich auch den Knochen, in dem der Zahn steckt, abzubauen. Also kann man bei Parodontitis sagen, dass es sich durchaus auch um eine Erkrankung handelt, bei der neben der Infektion auch noch eine autoimmune Komponente eine ganz wichtige Rolle spielt. Gibt es Alarmsignale, welche auf eine mögliche Parodontitis hinweisen? Ich stelle fest, dass der ein oder andere Patient, der zu mir in die Praxis kommt, doch überrascht ist, dass parodontale Probleme bestehen, also sprich, dass Probleme am Zahnhalteapparat bestehen. Denn ganz häufig ist es so, dass Parodontitis in der frühen Phase gar nicht richtig wahrgenommen werden kann durch den Patienten. Warnsignale können jedoch sein, die auf eine Parodontitis hindeuten, zum Beispiel Zahnfleischbluten oder Rötungen am Zahnfleisch. In der späteren, in der fortgeschrittenen Phase kann bei Parodontitis dann das Problem auftreten, dass Zähne für den Patienten quasi länger erscheinen, also dass das Zahnfleisch sich zurückzieht, dass die Patienten feststellen, dass Zähne sich in ihrer Stellung verändern, dass das Gefühl eintritt, man kann nicht mehr so wie früher gewohnt aufeinander beißen. Und nicht immer, aber manchmal ist auch ein Warnsignal für Parodontitis länger bestehender Mundgeruch, trotz guter Mundhygiene. Wie wird eine Parodontitis erfolgreich behandelt? Klassische Kennzeichen für eine Parodontitis bestehen in Rötung des Zahnfleischs bzw. auch Blutungen am Zahnfleisch. Interessanterweise werden diese Faktoren häufig durch den Patienten selber nicht direkt als Problem wahrgenommen oder auch eigentlich sehr lange toleriert, ohne dass man sich als Patient darüber Gedanken macht. In der fortschreitenden Phase bei Parodontitis ist es so, dass dann auch klarere Kennzeichen auftreten können, wie zum Beispiel Zahnfleischrückgang, eine Drehung der Zähne, eine Stellungsänderung der Zähne, das Gefühl, nicht mehr richtig aufeinander beißen zu können. Und mitunter tritt er eben auch als Warnsignal bei Parodontitis andauernder Mundgeruch auf, trotz guter Mundhygiene. Was sind die Ziele der Behandlung? Und die Ziele der Behandlung sind in erster Linie, Zahnerhalt zu erreichen und die Lebensqualität des Patienten entweder wiederherzustellen oder halt aufrechtzuerhalten. Und wenn man dann in die Therapie hineingeht, ist eigentlich die zentrale Fragestellung oder das zentrale Anliegen der Therapie, die Mikroorganismen, die dieses Problem verursachen, in ihrer Anzahl zu reduzieren. Also wir führen in der Parodontitis-Therapie eine antiinfektiöse Behandlung durch. Das ist der hochtrabende Ausdruck dafür, dass man mit Instrumenten unter das Zahnfleisch, unter den Zahnfleischsaum geht und die dort befindlichen Mikroorganismen entfernt. Sehr häufig glauben Patienten, dass zur Parodontitis-Behandlung sofort auch chirurgische Maßnahmen erforderlich wären. Das ist aber eigentlich so gut wie nie der Fall, denn kein Behandler würde eine bakterielle Infektion sofort mit dem Skalpell behandeln, sondern in erster Linie stehen wirklich dann mechanische Maßnahmen im Vordergrund, die bei entsprechend fachgerechter Ausführung auch absolut schmerzfrei ausgeführt werden können.